Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Folge One Hand Clapping. Ich habe keine Ahnung, wie man nur eine Hand klappen soll, aber funktioniert schon irgendwie. Es ist ein Indie-Spiel, das gerade in der Early Access ist, kostet 11,99 bei Steam und es soll wohl irgendwie so sein, dass man im Spiel reden kann oder singen oder was auch immer man mit seiner Stimme so machen kann. Und im Spiel selber sollen dann sich die Welt verändern, etc., je nachdem, wie toll man singt oder in welcher Tonlage man besser singt oder redet. Und wir probieren das jetzt aus. Let's go. Ich freue mich. Ich habe schon ganz viel umgestellt mit meinem GoXLR, also meinem Audio-Interface, damit ich mit euch reden kann und das Spiel mich währenddessen nicht hört. Und das hat zum Glück hoffentlich alles funktioniert, weil noch leuchtet das unten rechts, wo man ja eigentlich komplett still sein soll. Für das Spiel, ja, für das Spiel bin ich aber komplett still. Und wenn ich singen will, dann muss ich mich draufklicken und dann... Singe dieses Lied, das ich so mag. Ich mag dieses Lied so sehr. Genau. Und damit ihr mich aber nicht die ganze Zeit mit diesem Echo hört. Echo, 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 Echo. Ja, stelle ich das immer mal aus, damit ich mit euch reden kann. Weil eigentlich ist dieses Spiel wohl nicht dafür gedacht zum Aufnehmen. Und ja, hier, wir sind dieses kleine, komische Etwas. Und wenn ich ein bisschen singe, dann sieht der das auch und das ist alles ganz, ganz toll. Wir sind auf jeden Fall gerade in der Stadt der Stille. Das könnte auch ein Ort bei Dark Souls sein, was ich neulich durchgespielt habe. Ich hoffe, mit der Mikrofoneinstellung passt das alles. Aber Stadt der Stille und wir müssen uns einen Weg singen. Bitte, Weg, zeig doch deine Pracht. Dankeschön, du lieber Weg. Jetzt sehe ich was und du mich nicht. Aber ich singe weiter. Ich möchte nämlich wissen, was in dieser Stadt so abgeht. Hallo, lieber Blobby da oben. Der Blobby da oben ist so toll. Der Blobby da oben macht mich freut. Hallo. Ach man. Ja, so wird das übrigens die ganze Zeit gehen, dass ich irgendeinen Schwachsinn singe. Mehr oder weniger. Und dann passiert hoffentlich irgendwas ganz Tolles in der Stadt. Hallo, seid ihr lieb oder böse? Seid ihr lieb oder böse? Das werden wir rausfinden. Ich hoffe, ihr seid lieb zu mir. Denn ich bin ein blaues Wesen, das hier rumläuft. Bitte fresst mich nicht, das wäre ganz nett. Netti, netti, nett. Netti, netti, nett. Oh ja, ihr seht schon, auf was es hier hinauslaufen wird. So, wir sind an irgendeinem Brunnen angekommen. Das finde ich gut. Hallo Brunnen, hallo kaputte Uhr. Wie geht's denn? Ist das schon unser erstes... Oh, erstes Rätsel. Nee, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. One Hand Clapping, das war das Intro. Cool. Ich freue mich. Oh nein, da kommen diese komischen Blobby-Wesen. Oh, Blobby-Wesen. Muss ich die abhalten, mich aufzufressen? Friss mich nicht! Nee. Hilfe, Hilfe. Bitte friss mich nicht. Oh Gott, die wollen mich garantiert fressen. Nee, die machen gar nichts. Lebt ihr hier einfach nur und seid gar nicht böse? Das kann natürlich auch sein. Es sieht so aus, als wenn wir hier nicht so ganz dazu gehören. Aber vielleicht sind das auch einfach Leute, die nicht singen können. Also ich sehe keine Münder bei denen. Das ist sehr traurig, deswegen müssen wir vielleicht die Singkunst zu denen wieder in die Stadt bringen. Was ist das hier? Kann ich damit irgendwas machen? Hallo? Das sieht so. Achso, vielleicht einfach mal ansingen, ansingen. Ja, ich hab Zauberkräfte. Zauberkräfte. Zauber, 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 Zauber. Zauberkräfte sind so toll. Toll. Okay, wir haben anscheinend telekinetische Kräfte mit unserer Stimme, die echt engelsgleich ist, wenn ich mal meinen. Ich hoffe, das ist kein Horrorspiel, weil es ist gerade noch alles sehr, sehr düster. Aber ich glaube, wir bringen einfach Welt in diese... Licht in diese Welt. Wir bringen Welt in diese Licht. Und dann geht es dieser Welt gut. Momentan ist es übrigens noch so, dass ich natürlich einfach nur den Schwachsinn singe. Aber es kommt tatsächlich auch auf die Stimmlage drauf an. Also ob du hoch oder tief singst. Ja, was hier so weiter abgeht. Was ist denn das hier? Wir kommen auf jeden Fall nicht weiter hoch. Da oben links war noch ein Schalter. Ah. Ich will auf die zweite Ebene. Ab. Und dann hole ich... Oh. Ich glaube, ich brauche dich gerade nicht. Aber vielleicht brauche ich ja dich. Bitte bleiben Sie und machen Sie das Ding an. Danke. Ich kenne einen Ort.
Dort ist es wunderschön. Dort will ich nie mehr fort. Nie mehr nach Hause gehen. Das Ding ist kaputt. Ah! Der schätzt meine Kunst des Singens gar nicht, blödes Ding. Ja, toll, wie soll ich das jetzt heil machen? Vielleicht mit der Macht des Singens. Ich auch. Bitte gehen Sie da hoch. Ach nee, ich brauch den ja gar nicht da oben. Okay. Ich habe verstanden. Verstanden. Oh mein Gott, das Spiel ist so echt witzig. Unfassbar, dass es sowas überhaupt gibt. Es funktioniert doch überraschend gut. Hätte ich nicht gedacht. Das erinnert mich alles ein bisschen an Little Nightmares 2. Weil hier überall diese komischen Wesen sind, von denen man nicht weiß, was sie sind. Und die irgendwie ein bisschen traurig aussehen. Hä? Wieso nicht mehr? Gut, ich hab doch den Ton super gehalten. Was soll denn das? Komische Leute. Okay. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Dürfen die mich nicht sehen? Weil sonst gehe ich wieder zurück, oder was? Bin ich denn zu laut? Ihr müsst doch meine Kunst! Ihr müsst meine Kunst! Du bist erkennen! Erkennt meine Kunst! Ja, man ist wieder zurückgefahren, wenn die einen gesehen haben. Wie witzig! Mann, ja, Katzengejammer und so. Ach so. Okay, also das Spiel spielt tatsächlich mit Geräuschen. Wer hätte gedacht? Ding, dong, ding. Ja, was soll ich machen? Dude, vielleicht kann ich dich mit meiner Stimme ja besänftigen. Scheint ganz gut geklappt zu haben. Also wenn ihr jetzt noch nicht weggeschaltet habt, dann weiß ich auch nicht, Leute. Dann seid ihr einfach nur krank. Ihr seid krank. Aber auch ein bisschen süß. Süß! Yeah, yeah, yeah! Ich weppe, 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 weppe. Geh doch bitte nach rechts! Ich brauch noch eine Kiste. Die Kiste muss hier oben rauf. Aber ich kann die nicht nach rechts irgendwie machen. Rechts! Ach so. Die geht nach links, wenn man hoch singt. Und rechts, wenn man tief singt. Das. Hä, wie soll ich denn die Kiste hier raufkriegen? Oder brauche ich die gar nicht? Ha. Ja, ich komme hier auch so hin. Und jetzt brauche ich die Kiste doch eigentlich nur hier oben. Hä, wofür war denn dann dieses... Egal. Na so, ich bin der beste Sänger aller Zeiten. Gleich sind wir bei der Uhr und dann haben wir diese Welt gerettet. Und dann ist dieses Spiel auch so zu Ende. Ja, ja. Was geht hier ab? Bitte geh... Oh. Da 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 ba ba da ba da ba ba da ba ba ba. Oh, ich habe ein Publikum. Hallo Publikum. Jo, bitte seid meine Fans. Bitte seid meine Fans. Wo sind meine Fans? Ihr seid gar nicht meine Fans. Ihr wollt mich gar nicht singen hören. Ich wusste, ich habe keine Fans. Keiner mag mich. Oh mein Gott, ist das Schwachsinn, ey. Das guckt sich doch keiner an. Wer soll sich denn so einen Scheiß angucken? Aber ich hab Spaß, Leute, ich hab Spaß. Ich hab Spaß und das ist die Hauptsache.